Wir haben bei Memoro unsere Abschlussfragen. Bedauern Sie etwas in Ihrem Leben? So richtig jetzt eigentlich nicht. Vielleicht hätte ich ein bisschen gesünder leben sollen. Ja, das kann sein. Also darauf habe ich nicht so Obacht gegeben. Ich habe es immer so gesagt, immer wirklich schön gelebt, gut gelebt. Auch nicht so übertrieben, das kann man nicht sagen. Das war nicht der Fall, aber so nur gar nichts essen oder Abstinenz, das will ich auch nicht und das wollte ich auch nicht. Ich muss das jetzt in Kauf nehmen. Man zahlt immer das, was man auch gemacht hat. Die Rechnung kommt. Ja, die Rechnung kommt, das nützt nichts. Haben Sie noch Pläne in Ihrem Leben? Ja, das ist ein bisschen ein großes Problem, weil natürlich aufgrund des Alters, ich bin jetzt 73, im Prinzip würde ich ja noch, aber man fragt sich immer, mein Gott, wie lange kannst du noch? Ich meine, jetzt kann ich noch alles. Ich kann laufen, ich kann nur fliegen, also wohin fliegen und so, und kann was unternehmen, bin auch geistig noch da, fit. Aber irgendwann lässt das nach. Also ich habe schon den leichten Hang zum Sitzen vorm Fernseher oder in der Natur. Sportlich war ich hier eh noch nie. E-Bike. Ja, ich bin froh, dass es jetzt E-Bikes gibt, dass die mich fahren. Ja. Sie haben ja Kinder und Enkel, Sie Empfehlungen für jüngere Menschen? Ja, eine Empfehlung hätte ich schon, sie sollen wirklich das versuchen durchzusetzen, was sie sich vorstellen und sollen nicht zu schnell Kompromisse eingehen. Also sollen erstmal sehen, dass sie wirklich was durchsetzen und nicht gleich sagen, das geht nicht, das kann ich nicht. Immer erstmal drauf und wenn es in die Hose geht, hast du halt gelernt. Dann können sie sagen, ich habe es wenigstens probiert. So ist es. Aber das Schlimmste ist, du bist alt, kannst es nicht mehr und kannst es nicht mehr probieren. Dann ist es schade drum, dann ist es vorbei. Das kannst du nicht mehr nachholen. Und die letzte Frage, wofür sind Sie dankbar? Also eigentlich so, ich bin dankbar dafür, dass es so, wie es ist, gelaufen ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich will auch nicht jetzt mal so einen Übererfolg haben, also so 30 Firmen im Kreuz oder so, das musst du nicht haben. Dankbar ist es, ja, dass ich das erleben durfte. Es waren viele Sachen dabei, die sehr lehrreich waren. Komischerweise, die lehrreichen Sachen waren immer die Sachen, wo ich einen auf den Schädel gekriegt habe. Und eine lange Ehe. Ja, das stimmt. Ja. Immerhin, 50 Jahre. Wer schafft das? In einer Zwischenzeit, ich meine, aus meiner Klasse jetzt, also meine Grundschule, bei uns ist ja das noch anders gewesen mit den Klassen. Das ging ja bis zur 10. Klasse. Es sind relativ viel dabei. Das haben wir durch die Klassentreffen gemerkt, die goldene Hochzeit haben. Aber wenn ich jetzt an die neue Generation denke, da denke ich mir, ich glaube, da werden einige dabei sein, die das gar nicht wissen, dass das gibt. Und dass sie da hier hinkommen. Oder die halten einen, der sowas durchhält für einen Volltrottel. Wunderbar, dann sage auch ich danke. Bitte. Für die Teilnahme.